Wird die Energiepreispauschale von 300 Euro auf die Witwenrente angerechnet? Mein Name ist Peter Knöppel, ich bin Rechtsanwalt und Rentenberater von rentenbescheid24.de. Heute ist der 6. September 2022. Wir bekommen ganz, ganz viele Anfragen über das Internet rein zum Thema Energiepreispauschale und Rentner zum 1.12.2022. Unter anderem auch die Frage, sehr häufig gestellt, wird die Energiepreispauschale auf eine Witwenrente oder Witwerrente angerechnet? Ich mache es ganz kurz. Definitiv nein. Die Energiepreispauschale, die Sie als Witwen- oder Witwerrentner zum 1.12.22 von der Deutschen Rentenversicherung ausgezahlt bekommen, wird grundsätzlich nach § 122 Einkommenssteuergesetz nicht berücksichtigt. Ich gucke hier nämlich gerade in den Bildschirm rein und da steht, die Energiepreispauschale ist bei einkommensabhängigen Sozialleistungen nicht als Einkommen zu berücksichtigen. Bitte nachlesen, § 122 Einkommenssteuergesetz. Also niemand muss sich da Sorgen machen, die Energiepreispauschale wird grundsätzlich nicht bei einkommensabhängigen Sozialleistungen angerechnet, so zum Beispiel auch bei Hartz IV nicht. Näheres zu diesem Thema finden Sie auf www.rentenbescheid24.de. Ich wünsche Ihnen eine rentenstarke Woche, Ihr Rechtsanwalt und Rentenberater Knöppel.